Willkommen in der Ausstellung The Recurring Frequency of a Fading Moment von Ornella Fieres. Ornella Fieres arbeitet mit altem Bildmaterial aus dem 20. Jahrhundert, meist aus den 20er bis 70er Jahren, das sie aus Nachlässen erwirbt oder auf Flohmärkten findet. Und da beschwört sie Momente der Vergangenheit, und um dies zu tun, hat sie verschiedene künstlerische Techniken entwickelt im Laufe der letzten Jahre. Hier in diesen Arbeiten arbeitet sie mit der sogenannten Fourier-Transformation. Das sind diese sterneähnlichen Bilder. Fourier waren Mathematiker im 19. Jahrhundert, und die Fourier-Transformation ist eine Frequenzanalyse, und das liegt auch zum Beispiel in Komprimierungsformaten wie JPEG oder MP3 zugrunde, also eine ganz wichtige Erfindung. Und hier sind bei diesen kleinen Arbeiten immer zwei Bilder nebeneinander gestellt, ein altes Foto, was sie nutzt, und dann dazu die Fourier-Transformation. Das bedeutet, diese beiden Bilder zeigen eigentlich das Gleiche, haben das gleiche Signifikat, und wenn unser Hirn so funktionieren würde wie der Computer, dann würden wir auf dieses Bild sehen, auf dieses Bild blicken und dieses Bild sehen. In der Serie größerer Arbeiten, da hinten an der Wand, hat sie zum Ausgangspunkt auch wieder eine alte Aufnahme genommen und hat dann die Fourier-Transformation manipuliert bzw. Daten zerstört. Das ist ein intuitiver Vorgang. Und dann wieder zurückgerechnet, sodass diese Bilder entstehen mit diesen dunklen Stellen und diesen Verdoppelungen. Und das Interessante ist, theoretisch basiert das hier alles auf Mathematik. Tatsächlich ist es aber so, dass ganz viele dieser visuellen Veränderungen und Erscheinungen und Effekte nicht wirklich erklärbar sind. Also auch Techniker, wenn man die fragt, können einem oft nicht genau erklären, wie es zu diesen Veränderungen kommt. Das Ganze hat ein bisschen was Alchemistisches auch aufgrund dieses Kontrollverlustes, und es weist auch darauf hin, wie wir eigentlich im täglichen Leben zwar durch Rechengänge unser Leben und steuern, aber letztlich keine wirkliche Kontrolle und kein wirkliches Verständnis mehr dafür haben. Da hinten sehen wir noch eine Videoinstallation, die besteht aus drei Videos. Und Ornella Fieres ist bei ihren Recherchen aufgefallen, dass sie besonders aus den 50er Jahren ganz viele Fotografien findet, in denen Fernsehbildschirme abgelichtet sind. Das heißt, in der Zeit, als wir noch nicht diese Verfügbarkeit der Bilder hatten wie heute, haben die Menschen besondere Momente auf dem Fernsehschirm festgehalten, und das hat sie dazu inspiriert, auch Filme, Dokumentarfilme, alte abzufilmen und tausendfach zu verlangsamen. Die Dokumentarfilme, die wir hier sehen, thematisieren auch die Themen der Ausstellungen. Es geht um die Chemie der analogen Fotografie, es geht um Datenerfassung im
Kalten Krieg und es geht um die Erfindung der Zeitlupe. Auch hier kommt es zu so Pixelübergängen und Artefakten, die man nicht genau vorausberechnen kann. Die drei kleinen Arbeiten an dieser Wand beziehen sich auf die Videoinstallation. Es handelt sich jeweils um ein kleines Filmstill aus den Videos und darunter ist ein Gedicht. Und das Gedicht besteht aus Fragmenten der Off-Stimmen der Filme. Und man hört das jetzt hier in dem Film nicht so gut, aber dieses Rauschen, was man in diesen Sound, den man in der Galerie hört, das ist der tausendfach verlangsamte Sound der Off-Stimmen. Das heißt, wenn man diese kleinen Arbeiten betrachtet, dann schweben sozusagen im Raum die Texte, die man auch liest. Ja, ich hoffe, der kleine Rundgang hat Ihnen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, Sie mal persönlich in der Galerie begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.